Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Legendary Games. Ich hatte einen Game-Breaking Bug, das heißt, ich musste mit einem Safe Game weiterspielen, wo nicht ganz alle Entscheidungen von mir drin sind. Das ist der also. So ein Gesicht vergisst man nicht. Wenn euch jemand eine Audienz beim Grafen beschaffen kann, dann Vogt Justus. Ich hoffe, Percy Hemley wird uns mehr Verständnis entgegenbringen als den Leuten von Wigley. Ich frage mich, was für ein Mensch Percy Hemley geworden sein muss, um Leute fürs bloße Wildern zu töten. Seid gegrüßt, Vogt. Ich muss mit dem Grafen reden. Es geht um eine rechtliche Sache von größter Wichtigkeit. Stellt euch hinten an, Mensch. Warten Sie alle darauf, ihn zu sehen? Was habt ihr denn erwartet an einem Gerichtstag? Ich fürchte, das wird etwas dauern. Ich suche dann mal nach Richard. Da er morgen in die Schlacht zieht, braucht er neue Ausrüstung. Hoffen wir, dass der Graf uns gegen den Bruch unseres Abkommens mit den Hemleys Unterstützung gewährt. Ich will auch mit Meg über den Verkauf der Wolle der Priorei sprechen. Wir werden einen Weg finden, die Kathedrale weiterzubauen, Philipp. Mit dem Stein und Holz, das sie uns weggenommen haben, oder ohne. Das müssen wir. Ja, wir wissen vom letzten Video, dass Richard im Gegensatz zu ihr den Schwur gut fand, allerdings jetzt doch für den Herrscher kämpft, den er eigentlich besiegen soll. Beziehungsweise der seinen Vater auf dem Gewissen hat und er ist Ritter geworden. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Wir sind in Buch 11. Alles klar. Wir sind im Buch 11. Ich hatte einen Game-Breaking Bug. Wenn ich den Mönch verfolgt habe, dann ist es Folgendes passiert. An ein Ende bringen werden. Der ist schon cool, der Marktschreier. Aber Folgendes ist passiert. Ich habe das Kapitel beendet und der Mönch konnte aufgrund des Bugs nicht mehr gefunden werden. Das heißt, der hat das Problem gehabt, dass ich in einer Krypta abgesetzt wurde, ohne Spielfigur, ohne Cursor, ohne Handlungsoption, und ich bin da auch nicht mehr rausgekommen. Und da es keine Speicherpunkte gibt, ist es jetzt so eine Art Mischmasch in dem Safe Game. Deswegen muss ich das an der Stelle eben noch kurz erwähnen, dass es eben nicht 100%ig die Entscheidungen von mir sind ab diesem Punkt. Allerdings habe ich schon gesehen, dass zumindest in den anderen Safe Games, die von Dedelic bereitgestellt haben, viele Gleichheiten gibt. Jetzt muss ich mal gucken, ob die Untertitel an sind. Ich hoffe schon. Untertitel sind an. Das heißt, den Marktschreier habt ihr jetzt nicht gehört. Ich schon. Hat die Schlange sich schon bewegt? Wir stehen da wie Salzsäulen. Aber der Graf wird sicher bald Bittsteller empfangen. Hoffentlich bevor die Bauleute in Kingsbridge das Weite suchen, weil ich sie nicht entlohnen kann. Wenn mein Vater nicht abgesetzt hätte, könnte ich ihm jetzt helfen. Unser Graf wird der neue Apostel sein, der uns zum Heil führt, wenn das Ende naht. Und guten Tag, Vogt. Werden diese Leute noch lange warten müssen? Wenn du eine Beschwerde hast, sprich mit dem Grafen. Ich glaube, er erkennt mich nicht einmal wieder. Solltet ihr nicht beim Grafen sein, als sein Berater? Unser Graf hat heute keine Verwendung für mich, aber du könntest ihm gefallen. Geh aber und warte, bis du dran bist. Wir müssen uns vorbereiten. Verzeihung, Vogt. Sprecht mit dem Grafen. Tut Buße, nein. Denn das Königreich. Das Ende ist nahe, aber unser Graf wird uns zum Heil führen. Ist das so? Eine harte Hand für harte Zeiten. Es wird sich alles zum Rechten wenden. Dinge geschehen,
die unsere Generation. Es heißt, Jacks Vater sei ein Dieb gewesen und hier in Shiring gehängt worden. Öffnet die Augen! Die Zeichen sind überall! Unsere Nahrung verfault! Unsere Tiere sterben! Unsere Häuser verfallen! Meg, es ist gut, dich zu sehen. Ich bin hier, um das Geld zu holen, was wir bisher eingenommen haben. Verzeihung, wir waren gerade im Gespräch. Was ist das Problem? Selbst die Händler beklauen einen hier. Was für ein erbärmlicher Ort das geworden ist. Er hat bereits vor Wochen eine Karrenladung Wolle bestellt. Aber jetzt weigert er sich, den vereinbarten Preis zu zahlen. Was meint ihr, warum die Preise dieses Jahr so hoch sind? Damit mehr Geld in eure Taschen fließt? Ja, schon wieder ein Problem, ey. Damit mehr Geld in eure Taschen fließt? Eigentlich hat der Graf alle Gebühren erhöht. Es kostet mehr, das Tor zu passieren, einen Stand aufzustellen und eine Verkaufsgenehmigung zu erhalten. Das mag sein, aber ich habe nun mal klare Anweisungen von meinem Herrn. Dieser Preis ist zu hoch. Habt ihr den Preis auf einem Kerbholz vermerkt? Gehört ihr zum Vogt? Wer seid ihr überhaupt? Mir gehört dieser Wollhandel. Oh. Ihr ist unsere Hälfte, Aljena. Würdet ihr mir nun bitte euren Teil des Kerbholzes geben? Es gibt ein paar Kerben mehr auf unserem Teil. Zwei Stücke, zwei unterschiedliche Preise. Zugegeben, Kerben bei unserem Teil hinzuzufügen ist viel, viel einfacher. Aha, ihr gebt es zu. Aber der Abschnitt mit den fehlenden Kerben ist dünner als der Rest. Du hast recht. Es sieht aus, als wäre da etwas weggeschnitten worden. Was? Wollt ihr mich als Betrüger bezeichnen? Die Zeiten sind hart für uns alle. Ich werde euch nicht den Vogt anzeigen. Diese Wolle wird nicht genug Kleidung für alle Diener meines Herrn abgeben. Ganz zu schweigen von den Hemden für ihn selbst. Wer sich Diener leisten kann und viele Hemden tragen will, sollte den Preis für eine Wolle dieser Qualität zahlen können. Hohe Qualität? Ja, aber das ist keine so hohe Qualität. Jetzt, da es erwähnt, sehe ich es. Ich kann nicht so viel Geld für so schlechte Wolle bezahlen. Jetzt zweifelt er die Qualität an. Schön. Dann lasst mich die Qualität meiner Wolle beweisen. Ihr könnt's versuchen. Ihr wollt mich wohl bescheißen? Lasst uns einen Kompromiss finden. Erst sagt ihr so und dann wieder anders. Behandelt ihr so eure Kunden? Ich finde einen Experten und beweise es. Ich warte. Das ist nicht der Preis, an den ich mich erinnere. Ich werde meine Geschäfte wohl anderswo tätigen. Dort werdet ihr auch keinen besseren Preis erhalten. Ich finde einen Experten und beweise es. Ich warte. Ich werde nie mehr mit euch handeln. Bitte beruhigt euch. Vielleicht noch ein Fies. Meg betreibt diesen Stand. Drei. Unglaublich. Ich kann sie nicht. Reden wir darüber. Bist du etwa so knapp bei Kasse? Raubrittertum.
Wir waren uns über den Preis einig. Man sollte meinen, der Graf sei schon schlimm. Ihr wollt mich wohl bescheißen. Lasst uns einen Kompromiss finden. Gute Qualität. Das ist nicht der Preis, an den ich mich erinnere. Ich werde die Wolle nach dem Kauf im Vorfeld zugestimmt. Meiner Frau geht's genauso. Ich werde nie mehr mit euch handeln. Unser verehrter Kunde würde sie vermutlich für meine Komplizen halten. Raubrittertum. Wir waren uns über den Preis einig. Also ich brauche jetzt auf alle Fälle jemanden hier, der sich damit auskennt. Jetzt ist natürlich die Frage, wen könnte man denn da fragen? Eigentlich wäre logisch jemand auf dem Markt. Und das liegt nicht. Ich bin nicht gekommen, um etwas zu kaufen. Raubrittertum. Wir waren uns über den Preis einig. Tut mir leid, mir ist nicht drin. Und? Was ist bei denen los? Bist du der christlichen Kunst nicht müde? Diese traurigen Gesichter und stumpfen Farben machen mich trübsinnig, wie diese ganze Stadt. Wohl wahr. Ich bevorzuge farbenfrohe Gemälde von den schönen Dingen im Leben. Entschuldigt, würdet ihr mir eure Meinung sagen, was die Qualität dieser Wolle betrifft? Natürlich. Zeig sie uns. Oh, wie wunderbar weich. Und wie gründlich gereinigt. Keine Spur von Schmutz oder Fett. Die Fadenstärke ist außergewöhnlich fein. Und die Farbe ist gleichmäßig und hell. Geeignet für Kleider von hoher Qualität. Ich freue mich, dass wir gleicher Meinung sind. Würdet ihr dies auch einem meiner Kunden gegenüber bestätigen, wenn es nötig sein sollte? Natürlich. Schickt ihn einfach zu uns. Bei all diesen Steuern und schrumpfenden Märkten war ich mir nicht sicher, ob es sich noch lohnt, nach Shiring zu kommen. Aber für Wolle dieser Güte lohnt es sich auf jeden Fall. So, damit haben wir schon mal das erste Ding erledigt, und zwar der Wollverkäufer ist erledigt. Niedergang von Shiring. Erst sagt ihr so und dann wieder anders. Behandelt ihr so eure Kunden? Nur wenige Straßen entfernt gibt es flämische Händler. Sie hatten großes Interesse an meiner Wolle. Und sie wären gern bereit, euch deren Qualität zu bestätigen. Jeder hat Freunde, die für einen lügen. Schade, aber es sieht so aus, als würden wir uns nicht einig. Behaltet euer Geld, guter Mann. Wir werden einen anderen Käufer finden. Ich habe ein Angebot von den flämischen Händlern erhalten. Aber ich habe es abgelehnt. Aus Prinzip, denn wir haben euch die Wolle zugesagt. Sie werden hoch erfreut sein, die gute Nachricht zu hören. Nein, wartet. Vielleicht können wir nachverhandeln. Mein Herr wird ungehalten sein, wenn ich mit leeren Händen ankomme. Lasst uns einen Kompromiss finden. Ihr kauft die Wolle zu dem Preis, den wir unserer Meinung nach vereinbart hatten. Warum sollte ich das tun? Ich garantiere euch fürs nächste Jahr ein Vorkaufsrecht auf meine Wolle. Die Preise steigen, wenn mehr als ein Käufer beteiligt ist. Ich weiß. Mein Herr wäre nicht erfreut, wenn ich eines Tages ohne Wolle zurückkehrte. Und er ist ziemlich jähzornig. Abgemacht. Wir sind uns einig. Ich nehme die Wolle zu eurem Preis. Ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen.
Du hast gut gelernt. Ein guter Händler strebt ein Geschäft an, bei dem sich beide Seiten als Sieger fühlen. Ich hatte eine gute Lehrerin. Noch etwas. Könntest du Ovids Amores für mich besorgen, wenn du nach Winchester kommst? Es ist ein Buch. Ja, ich kann Bruder Theobald fragen. Seine Büchersammlung ist umfassender, als der Kirche lieb sein dürfte. Dann wird er es hoffentlich haben. Vielen Dank. Keine Ursache. Vielleicht noch ein Vlies obendrauf. Philipp und Richard Geld. Ich weiß ja gar nicht, wo der Vogel ist. Kann sie nicht einfach verschenken? Bist du etwa so knapp bei Kasse? Ein Schwein hat meine halbe Ernte gefressen. Man sollte meinen, der Graf sei schon... Ja, wir müssen mal schauen, wo sich jetzt der Richard rumtreibt. Das ist natürlich auch nicht ganz so einfach, denn der Richard will ja in den Krieg ziehen und dafür braucht er immer wieder Ausrüstung. Und deswegen ist es wichtig, dass man die... diesen Geschichtsstrang nicht komplett vernachlässigt, vermute ich mal. Entschuldigt, könnt ihr mir sagen, was mit Shireen geschehen ist? Ich weiß, dass wir unter dem Krieg leiden, aber die Stadt ist mir nie so trostlos vorgekommen. Ach, was wissen wir schon? Wir sind nur Pilger auf der Suche nach Gottes Wundern. Und einem Heiligen, der meinen Fuß heilen soll. Und meine Augen. Aber in Shireen scheint es heutzutage keine Wunder zu geben. Es heißt, der Graf bestraft sein Volk zur eigenen Unterhaltung. Ja, sowas habe ich auch gehört. Das stimmt. Hast du Interesse an etwas Pferdebrot? Ist das die einzige Art Brot, die du hast? Das ist die einzige, die noch nicht grün ist, denke ich. Wenn du grünes Brot verkaufst, werden deine Kunden krank. Und das wird dir nur Ärger machen. Was? Warte. Gehörst du zum Vogt? Nein. Keine Sorge. Könnten wir uns später übers Geschäft unterhalten? Ah, Lady Aliena. Mit euch immer. Ich hörte, die Geschäfte gehen schlecht. Das gilt nicht für mich. Viele Ritter benötigen meine Dienste. Seine Männer haben hier ganz schön aufgeräumt. Mir passt es sehr, dass der Graf die Straßen von Pack gesäubert hat. Und Leute, die sich über Löhne und Preise beschweren, waren nie meine Kunden oder Freunde. Was hast du da? Nicht zum Verkauf oder zum Essen. Nicht zum Stehlen. Geh weg! Keine Angst, ich tu dir nichts. Oh. Wo hast du das her? Ich bin keine Diebin. Ein Mann in der Taverne hat mir eine Brotkruste versprochen, wenn ich ihm das vom Markt hole. Ich muss nur kurz verschnaufen. Du siehst hungrig aus. Sagst du etwa, ich soll das behalten? Mm-mm. Diebe hängt man. Ich bin ein braves Mädchen. Oh, natürlich. Hast du keine Familie, die für dich sorgt? Meine Tante hat Blumen verkauft, aber sie konnte die Steuern nicht zahlen. Jetzt weiß ich nicht, wo sie ist. Ich hab so einen Hunger. In der Stadt war früher viel mehr los. Das liegt daran, dass der Vogt endlich mal was getan und die Stadt von Dieben und Betrügern geräumt hat. Ich hoffe, ihr streckt eure Wolle nicht, bevor sie verwebt wird. Ich würde meine Kunden nie übers Ohr hauen. Gut, dann werden wir beide hier in Shireen keine Probleme kriegen. Dessen wäre ich mir nicht so sicher. Wie viel kostet ein Kettenhemd? 6 Pfund. Nur für das Kettenhemd? Ich muss irgendwie die Steuern wieder reinkriegen. Die Reste von Walloran's Burg. Ich habe dort nichts zu schaffen. Die ist wohl nicht fertig geworden. Der Palast des Bischofs. Ich habe dort nichts zu schaffen.
Nein, ich gehe nicht ohne Philipp. Nee, sollst du ja auch gar nicht. Wie geht es denn mit eurer Pilgerfahrt voran? Immer einen Schritt weiter. Und manchmal einen zurück. Wegen meines Fußes. Viel Glück mit eurer Pilgerfahrt. Gott segne euch, gute Frau. Ich dachte immer, Vogt Justus sei ein fauler Kerl. Aber jeder scheint vor ihm Angst zu haben. Nicht vor ihm. Vor dem Grafen. Gestern wurde ein Freund von mir getötet, weil er ohne Genehmigung Korn gemahlen hat. Verschüttet unter den Trümmern seiner Mühle. Was? Solltest du nicht frisches Brot verkaufen? Tja, wenn ich es mir leisten könnte. Wenn man Korn von außerhalb herbringt, muss man heutzutage Steuern zahlen. Die Mühle meines Freundes war ein Segen. Manchmal nahm er nicht mal Geld dafür, wenn man sie benutzt hat. Und deshalb hat man ihn umgebracht. Und ich kann mir die Mühlen des Grafen hier in der Stadt nicht leisten. Was denkt der Graf sich dabei? Warum schadet er dem Handel in der Stadt? Ich weiß es nicht. Besser, man stellt keine Fragen. Vielleicht sollte ich anfangen zu malen. Was würde dein erstes Meisterwerk zeigen? Ich würde sagen, Früchte und dekorative Objekte auf einem Tischtuch aus Damast. Zumindest könntest du dir dafür so viel Zeit nehmen, wie du willst. Obst verfault nicht so schnell. Vielleicht könnte ich meine Bilder auf dem Markt verkaufen. Du hast dein erstes noch nicht gemalt und denkst schon ans Verkaufen? Es gibt keinen Grund, dort jetzt hinzugehen. Drollige Menschen. Ja, die Karte zoomt anscheinend nicht. Ich sehe aber auch nicht, wo die Wirtschaft sein soll von Richard. Die rennen da nur eine Ehrenrunde. Gehen wir mal zu der Gasse da. Kommt sie auch da drüben raus. Schenkenviertel, ne? Da wird er wahrscheinlich abhängen. Wie läuft das Geschäft? Schleppend. Zumindest habt ihr noch eure Stammgäste, wie es scheint. Selbst in schlechten Zeiten trinken die Menschen. Der Graf von Shiring hat neue Gesetze und Steuern verhängt und das macht es alles schwieriger. Von der Erde hebt das Herz sich das Licht. Was ist euer Erfolgsgeheimnis als Gastwirt? Leute geben ihr letztes Hemd für eine angenehme Ablenkung. Besonders wenn sie eine Menge Sorgen haben. Möchtet ihr etwas trinken? Danke. Ich bin nur hier, um meinen Bruder und seine Männer in die Schlacht zu verabschieden. Möchtet ihr etwas trinken? Danke. Nie bringe ich ein Werk zustand. Fehlt mir Wasser im Magen. Hörst du? Schenk nach. Aber du hast den ganzen Tag noch nichts zustande gebracht. Vielleicht bin ich dann der nächste Graf. Klingt sehr nach ihm. Der war gut. Musst du nicht auch mal arbeiten gehen? Der Graf hat die Mühle meines Alten abgefackelt. Keine Mühle, keine Arbeit. Läuft ja bei denen. Der Wirt verdient an jedem Krug, den er verkauft. Und mit jedem Krug sind die Gäste gewillt, zu kaufen. Das ist heute noch so. Qualität macht mich auch freudetrunken.
Ich hoffe, ich werde keinen Schild brauchen. Ich habe keine Zeit, mich mit ihm abzugeben. Ich muss meinem Ritter das Geld geben. Ist nichts Interessantes. Mit? Nein. Irgendetwas Neues über Mathildes Armee, Sir Alonso? Die Angewiner werden von Robert von Gloucester angeführt und sie sollen 1000 Mann stark sein. Aber Stefan hat mehr Männer und wir reiten mit ihm an vorderster Front. Hat Robert von Gloucester erfahrene Kempen auf seiner Seite? Wenn wir das nur wüssten. Ruhm und Sieg werden unser sein. So oder so. Ich hörte, ihr wollt Kaiserin Mathildes Armee entgegentreten, Sir Simmond. Wir kämpfen auf dem wunderschönen Feld bei der berühmten Burg von Lincoln. Das klingt ja so, als würden wir nur hingehen, um uns die Landschaft anzusehen. Man darf doch wohl die Schönheit der Natur würdigen. Lasst euch von der Schönheit nur nicht ablenken, Sir Simmond. Da ihr nicht dort sein werdet, my lady, hoffe ich, meine Aufmerksamkeit ganz dem Feind widmen zu können. Seid ihr bereit für die Schlacht? Es ist meine Pflicht, bereit zu sein. Gut. Seid ihr bereit für die Schlacht? Ich freue mich darauf. Mir ist gleich, ob wir siegen oder fallen, solange es im Namen des Königs geschieht. Was für eine glorreiche Art zu sterben. Ich werde euch an diese kühnen Worte erinnern, wenn ihr euch in eurem eigenen Blut wälzt. Es bringt Unglück, so etwas zu sagen. Aber ihr werdet doch da sein, um auf mich Acht zu geben, oder? Mach ich doch immer. Ja. Er denkt vermutlich an die kommende Schlacht. Irgendwelche anderen Sehenswürdigkeiten auf dem Weg? Wir reiten durch den königlichen Forst. Die Baumkronen sind um diese Zeit besonders grün. Wenn ihr nicht immer die landschaftlich schönste Strecke wählen würdet, wären wir viel schneller dort, wo wir sein sollten. Ich sollte ihn nicht mehr ablenken. Heute reiten wir nach Lincoln. Die Getränke gehen auf mich. Wirt, noch eine Runde für alle. Ihr seid der Beste, Richard. Sir Richard, bitte. Ach Quatsch, wir sind doch alle Brüder. Es heißt Sir Richard. Oh. Und ich dachte, du bräuchtest mein Geld für eine neue Rüstung. Oh, das tue ich. Ein Ritter ist nur so gut wie seine Ausrüstung. Hast du Alonsos neues Schwert gesehen? Mit so gut ausstaffierten Waffenknechten, wie könnte ich König Stefan mit minderem Rüstzeug entgegentreten? Und eine schlechte Rüstung könnte ihm das Leben kosten. Nur das Beste für die Besten. Du solltest verantwortungsvoller mit unserem Geld umgehen. Ich verwende es für meinen guten Ruf. Das ist verantwortungsvoll. Du zahlst für den Wein anderer Leute, von denen du einige nicht mal kennst. Ein Ritter zu sein ist mehr als nur kämpfen, Ellie. Es ist eine Lebensweise.
Wir kämpfen zusammen, trinken zusammen, sterben zusammen. Richtig. Auf Teufel komm raus. Gemeinsam durch die Hölle. Du sagst das, als wär's was Schlechtes, Alonso. Aber du könntest unser Geld etwas umsichtiger ausgeben. Willst du, dass William Hamley Graf von Shiring wird oder ich? Was soll diese Frage? Wenn wir Glück haben, wird er nie aus dem Heiligen Land zurückkehren. Das ist er bereits. Was? Wir sind auf die Männer Robert von Gloucesters getroffen. Zuerst war ich mir nicht sicher, ob er es war. Er trug den Mantel eines Kreuzritters. Nein, tut's nicht. Bitte, habt Erbarmen. Bei Gott, bitte. Ganz ruhig. Und dann rief König Stefan seinen Namen. William Hamley, kommt mit, wir reiten los. Warum hast du mir das verschwiegen? Ich wollte dich nicht aufregen. Wie bitte? Es geht hier nicht um dich oder mich, Ellie. Ein Monster wie ihn Graf werden zu lassen, würde nicht nur unseren Vater verraten. Es würde heißen, alle zu verraten. William ist ein Schlachter, ein dreckiger Bastard ohne Ehre. Hüte deine Zunge. Ihr sprecht vom Sohn des Grafen von Shiring. Ich bin der Sohn des Grafen. Sir Richard, euer Vater hat sich gegen den König gestellt und Titel und Land verloren. Rechtlich gesehen seid ihr nicht der Erbe des Titels. Was habt ihr da gesagt? Ganz ruhig. Verräterischer Hundsfott! Beruhigt euch oder ihr bringt euch noch gegenseitig um, anstatt des Feindes. Mich des Verrats zu beschuldigen, euren treuesten Waffenknecht. Ich oder William, trefft eure Wahl, Alonso von Toledo. Kommt schon! Ihr verurteilt mich, weil ich die Wahrheit sage. War ich euch nicht immer der treueste Kamerad? Der mit dem größten Mundwerk wohl sicher. Ich will nur, dass ihr auf dem Boden bleibt. Wie wagt ihr es zu behaupten, dass William und sein fetter Vater ein Recht auf meine Grafschaft haben? Nun mal langsam. Können wir nicht einfach sagen, dass wir hier unterschiedlicher Meinung sind? Percy Hamleys Titel ist eine Tatsache. Streiten die. Eine Entschuldigung nicht wäre verdient. Hilfreich. Es tut mir leid. Seht ihr? Ganz einfach. Ich habe nichts Falsches gesagt. Es geht nicht darum, ich wer was unsere verdient Einnahmen hat. Dabei, Richard. Der König hat eine Entscheidung Gut, getroffen. Zumindest auf meine ihr Schwester solltet das akzeptieren. Es tut mir leid, aber so kann ich euch doch nicht in die Schlacht ziehen lassen. Ich hab dich um Geld gebeten, nicht deinen Ratschlag. Was habt ihr da gesagt? Oh nein. Ich habe euch nichts mehr zu sagen. Möchtet ihr etwas trinken? Danke, ich bin nur hier um meinen Bruder und sein... Sehr erwachsen. Wie würdet ihr einen Streit wie den da drüben schlichten? Jeder hat seine eigene Art, mit Druck fertig zu werden. Sei es Essen, Glücksspiel oder Trost in den Armen einer Dirne. Zu meinem Glück verlegen sich die meisten aufs Trinken. Ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist. Sag das nicht so laut. Wie wär's hiermit? Ihr verurteilt mich, weil ich die Wahrheit sage. War ich euch nicht immer der treueste Kamerad?
Der mit dem größten Mundwerk wohl sich vorsteht. Ich denke an meine Würde. Ich will nur, dass ihr auf dem Boden bleibt. Der Tavernenbesitzer hat es mir zu behaupten, dass William und sein fetter Vater ein Recht auf meine Grafschaft haben. Wenn Sie Hunger haben, können Sie etwas bestellen. Nur langsam. Können wir nicht einfach sagen, dass wir hier unterschiedlicher Meinung sind? Vielleicht bist du bloß hungrig. Machst du Witze? War nicht so gemeint. Dominik? Oh. Oh, ich hab sie jetzt schon dreimal gemacht. Percy Hamleys Titel ist eine Tatsache, keine Meinung. Das stimmt nicht. Er hat ihn nicht verdient. Es geht nicht darum, wer was verdient hat. Der König hat eine Entscheidung getroffen. Ihr solltet das akzeptieren. Was habt ihr da gesagt? Oh nein. Möchtest du was zu essen? Ich nehme nur von Meg etwas an. Sie ist eine Kauffrau. Das Essen, das die anderen mir geben, ist verdorben. Aber sie gibt mir gutes Essen. Meg ist eine meiner besten Freundinnen. Oh, ach so? Dann nehme ich es an. Ich habe so einen Hunger. Du bist so nett. Wie kannst du es dir leisten, einem Mädchen eine ganze Scheibe Brot zu geben? Ich bin eine Kauffrau. Oh. Wenn ich groß bin, dann gehe ich aus Shiring weg und verdiene auch viel Geld. Wenn ich dann wiederkomme, braucht sich Tante wegen der bösen Männer, die Geld haben wollen, keine Sorgen mehr zu machen. Böse Männer? Sehr böse Männer. Meinst du nicht, du solltest jetzt das Fleisch abliefern? Ja, ich muss weiter. Ich brauche nur eine kleine Pause, um zu verschnaufen. Wie würdest du einen Streit schlichten? Also, ich laufe immer weg. Oh, aber die beiden sind eigentlich Freunde. Weglaufen hilft da nicht. Dann lass sie ein Spiel spielen und der Gewinner kriegt recht. Ah, gute Idee. Hast du irgendwelche Spiele? Nein, nicht dabei. Aber du und deine Freunde, ihr könntet Verstecken spielen. Aber der Vogt hat das nicht gern, also lasst es lieber. Danke für die Warnung. Nein, das ist nicht die Art Spiel, die das Mädchen meinte. Keine Spiele hier. Habt ihr irgendwelche Spiele dabei? Wir haben ein Damenspiel aus Frankreich bei uns. Oh, könnte ich es ausleihen? Wenn ihr es vor dem Abend zurückbringt, sehe ich kein Problem darin. Selbstverständlich. Jemand wildfremden das Spiel geben, so muss es sein. Gehen wir in die Schenke zurück. Da geht's ja richtig ab. Sehr erwachsen. Jetzt tragt es aus, wie es sich für Ritter geziemt. Mit einem geistigen Kräftemessen. Ein Brettspiel? Ich weiß nicht. Ihr habt bloß Angst, ich könnte gewinnen. Fangen wir an. Beginnen wir mit einem Vorsicht.
Ein Feldherr, der dem Zorn nachgibt, führt seine Truppen in den Tod. Genau richtig, Ellie. Zuerst konzentriere ich mich auf die Verteidigung. Schauen wir mal, was Alonso macht. Gut gespielt. Eine klassische Eröffnung. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für einen schnellen Angriff. Ich denke, ein langsam vorrückendes Heer ist besser als ein überhasteter Angriff. Aber man kann keine Feldschlacht gewinnen, wenn man sich eingräbt, Ellie. Und hier schreite ich zum Sieg. Hey, die Figur hat das Ende des Spielbretts erreicht. Welch eine Krönung. Ich habe einen König. Wie nennt ihr das hier? König? Für uns in Spanien ist es die Königin. Und sie ist mächtig. Sie weiß, was sie will. Nun gut, also eine Königin. Jetzt kann ich das ganze Brett mit ihr leerfegen. Eine Dame. Nicht so hastig. Die höchste Kunst des Krieges ist, den Feind ohne Kampf zu brechen. Unsinn. Ich muss diesen Vorteil nutzen. Ich habe eine Königin an meiner Seite. Jetzt machen wir Randale. Wer als erster die Dame hat, hat das Spiel so gut wie gewonnen. Ich könnte bis zum letzten Stein kämpfen. Aber ein guter Feldherr blickt voraus. Und die Lage ist aussichtslos. Ich strecke die Waffen. Oh, ihr habt Schluss gemacht, bevor es richtig losging. Selbst ein Dichter könnte daraus kein Heldenlied machen. Hier geht es um Strategie, nicht um Schaustellerei. Und es scheint, dass Miss Aljena eine wertvolle strategische Beraterin ist. Das ist ein guter Anfang. Aber ihr habt noch einen langen Weg vor euch. Ihr seid immer so kritisch. Er ist der Taktiker. Ich muss lernen, seinem Instinkt und seiner Erfahrung zu vertrauen und dass sie ihn zu den richtigen Entscheidungen lenken. Ihr seid eine bemerkenswerte Diplomatin und Geschäftsfrau, wie ich höre. Ihr ergänzt einander in der Art und Weise, wie ihr denkt. Das könnte man so sagen. Wenn ihr klug genug seid, mein Freund, den Instinkten dieser Dame zu vertrauen, werdet ihr beide wohl wirklich den Grafentitel zurückgewinnen können. Glaubt ihr, wir schaffen das? Kann ich mit eurer Unterstützung rechnen? Das könnt ihr. Natürlich, wir sind Waffenbrüder. Gut, morgen steht eine wichtige Schlacht bevor. Ich werde euch das Geld bringen. Dame ist es. Hier. Die Geschäfte gehen wohl schlecht, wenn das alles ist, was du hast. Du bist nicht der Einzige, der meine Unterstützung braucht. Aber was ist wichtiger als der Eid, den wir Vater geschworen haben? Kingsbridge, die Menschen, die uns aufgenommen haben. Wenn ich im Kampf sterbe, dann weißt du warum. Wegen deines verdammten Stolzes. Musst du wirklich kämpfen? Wofür soll das alles gut sein? Für Vater, Ellie. Ich will Shiring vor Percy Hamley retten. Und wer wird dich retten? Mit Männern wie diesen bin ich wohl nicht mehr zu retten. Auf den Sieg! Auf den Sieg! Auf den Sieg! Ich sehe schon. Viel Glück euch allen. Ich werde wieder zum Markt gehen, um Philipp seinen Teil des Geldes zu geben. Und um mehr Geld zu verdienen, hoffe ich. Die verdient gar nichts.
Schwarzer Graf wird der neue Apostel sein, der uns zum Heil führt, wenn das Ende naht. Unser Hier. Graf sieht und unser Graf handelt. Vielen Dank. Erstaunlich, wie viel Geld ihr mit dem Handel in Zeiten wie diesen erzielt habt. Ich kann es euch jetzt nur mit meiner Dankbarkeit vergelten. Und der Zusage für die Wolle im nächsten Jahr. Vielleicht reicht es ja, um die Bauleute zu halten, bis ich unsere Probleme mit Percy Hamley gelöst habe. Aber Tom meint, ohne Steine und Bauholz werden wir den Bau in einem Monat einstellen müssen. Ihr müsst mit dem Grafen reden. Habt ihr eure Geschäfte abgeschlossen? Jo. Alles erledigt. Freut mich zu hören. Philipp, mir ist jetzt klar, warum unser Markt in Kingsbridge in letzter Zeit mehr Besucher hatte. Shiring ist nicht das, was es mal war. Hohe Steuern und strenge Gesetze fordern ihren Tribut. Ach so. Diese Händler würden alles tun, um ihre Geschäfte auf einem anderen Wollmarkt zu tätigen. Aber es gibt keinen. Sie brauchen einen Ort mit gerechten Steuern. Und wo man das Geld zu guten Zwecken verwendet. Denkt ihr an einen Wollmarkt in Kingsbridge? Ruf den Mönch rein und die Frau, die bei ihm ist. Du, ungeduldiger Mönch. Du bist dran. Das Mädchen auch. Ich? Wolltet ihr, dass ich mitkomme? Nein. Wir sind aber nicht die Ersten in der Reihe. Dann habt ihr Glück. Rein mit euch, ihr beiden. Philipp von Gwyneth, Prior von Kingsbridge. Der Graf von Shiring. Danke, dass ihr mich anhört, Graf Percy. Darf ich euch eine Freundin vorstellen, Aljena von Kingsbridge? Wir sind alte Bekannte. Oh, das klingt nicht, als hättest du mich vermisst. Ich verlange, den Grafen von Shiring zu sprechen. Er hat sein Wort gebrochen. Ihr sprecht mit dem Grafen von Shiring. Bischof Walleran. Die Feinde dieser Grafschaft haben Percy Hamley aus unserer Mitte gerissen. Mutter! Betrachtet ihr euch als Freund der Grafschaft von Shiring, Philipp? Freund? Wohl kaum! Dieser verdammte Mönch trinkt das Blut meiner Grafschaft! Es steht uns nicht an, sie zu verdammen, Lord William. Aber wohl über sie zu urteilen. Eure Eltern hatten eine Vereinbarung mit König Stefan. Ihr seid ein Dieb. Ihr beide. Und ihr sagtet mir mal, manche Sünden lassen sich nicht so einfach vergeben. Dann sollte es euch nicht überraschen, dass ich nicht so viel für Diebe übrig habe wie mein Vater. Shiring wird sich ändern. Ach, welche Verbrechen haben wir denn begangen? Der König hat nie einen Markt in Kingsbridge genehmigt. Euer Markt ist illegal, Philipp. Ihr stehlt meine Steuern, indem ihr meinen Untertanen erlaubt, in eurer schäbigen Priorei Handel zu treiben. Und ihr missachtet meine Autorität. Ist das wahr, Philipp? Ich werde mit dem König darüber reden. Ihr und eure Freunde habt immer nach euren eigenen Regeln gespielt. Diese Zeiten sind vorbei. Bruch um Bruch. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Die Tage der Kathedrale von Kingsbridge sind gezählt. Jetzt geht. Das nächste Mal werde ich keine Gnade zeigen.
Sehr interessant, wie das Kapitel aus ist. Ich bin gespannt auch, wie es weitergeht. Man sieht, Walloran und William haben sich verbündet, wer die Ellen umgebracht hat. Das ist natürlich auch nochmal eine interessante Sache. Was mit der Schlacht um Lincoln ist, wird man wahrscheinlich auch in Zukunft sehen, denn Richard ist ja dabei, als Ritter zumindest sich Hoffnung zu machen, den Hemley abzulösen, aber es sieht nicht danach aus. Und wir wussten schon, dass er zurück ist, deswegen hat es mich überrascht, dass die Alena so reagiert. Aber mal sehen, wie es jetzt letztendlich mit dem Kathedralenbau und auch mit den internen Ränkespielen so weitergeht. Ich bin hochgespannt, ich finde das Spiel weiterhin super. Der Game-Breaking-Bug, über den werde ich im Podcast was erzählen. Ihr bleibt einfach mal dran, schaut euch das nächste Kapitel vom Buch 2 an und ich wünsche euch viel Spaß bei allen weiteren Videos im Kanal. Wenn ihr die Säulen der Erde noch nicht gespielt habt, klare Empfehlung. Wenn ihr es schon gespielt habt, dann ab, spoilerfrei natürlich, in die Kommentare damit, was ihr von dem Spiel gehalten habt. Ich freue mich auf die nächste Episode, macht's gut, bis dann, ciao.